Das TOTS Warm-Up Event ist da und das bedeutet, wir machen heute ein Buy First Guy TOTS Special. Denn jeder von uns wird heute 3 TOTS Karten in seinem Team haben. Und mit dabei ist mein kleiner Cousin. Was geht? Brr. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin'? YouTube Weeks ist auch mit dabei mit Jack. Was geht? Ja, 260k Minimum. So viel wird jeder Spieler heute kosten. Das ist die Price Range. Bist du ready dafür? Ich bin ready dafür. Wir haben 3 Team of the Season Kapitäne heute, ne? Ja, die wir im Laufe des Videos jeweils einfügen werden. Mal gucken, welche Team of the Season Karten es heute ins Buy First Guy schaffen. Wenn ihr solche Specials liebt und Bock aufs Team of the Season habt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Jank, wie viele Likes willst du rauskloppen? Boah, ich sag ehrlich, langsam fängt der Team of the Season Hype an. Deswegen würde ich sagen 7777. 7777 Likes? Ja. Oha, Freunde, gebt Gas, ihr schafft das. Ich glaube an euch, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Spieler an. Weißt du was, Wakesy? Ja. Deine Chance. Cut. Nein, warum Cut? Cut. Nein, das heißt nicht Wakesy. Okay, deine Chance, Weeks, dass du heute gewinnst, liegt ungefähr so, liegt ungefähr bei minus 20%. Das ist so, als wäre ich Muhammad Ali und du irgendein Boxer von der Straße. So, wir sind auf der ersten Position. Ich suche diese Position. Mal gucken, welche Position Jank sucht. Wir gehen rein auf den Transfermarkt und das sind die Spieler, die bei mir zur Auswahl stehen. Ich sehe direkt einen Spieler, den ich vor ein paar Tagen discarden musste. Danke fürs Salzstreuen. Danke fürs Salzstreuen. Es ist so unkorrekt von EA, dass mir dieser Spieler direkt wieder angezeigt wird. Ich sag ehrlich, kein Plan, wer dir discardet wurde, aber ich hoffe, dass ich ihn picke und ihn dir wieder discarden kann. Also, ich werde nachdenken. Ich habe die Zahl, glaube ich, wo der Spieler liegt. Ich glaube, es ist die 9. Nee, es war die 1. Aber die 9. Nein! Die 9 ist gut, hätte man das Upgrade. Die 9 ist aber auch gut, wenn man das Upgrade nicht hat. Ich habe das Upgrade leider nicht. Und weil du mir die 9 gegeben hast, kriegst du von mir auch die 9. Jo, danke. Habe ich im Verein, kann ich mit leben. Es ist eh immer der Klassiker, der Jank Klassiker. Der Jank Classic, das hört sich besser an. Jank Classic, den ich hier immer mache. Immer diese Position beim Buy First Guy als erstes wichtig. Welche ist es? Torwart? Sag ich dir nicht. Na, das ist taktisch, Bro. Okay. So, Leute, wir kommen direkt zu meinem ersten Team of the Season Joker. Ich sag, der muss eine Team of the Season Karte kriegen. Wenn nicht, dann EA wirklich Skandal. Dann fliege ich nach Vancouver und schmeiß Steine ans Fenster, sag ich ehrlich. Es ist Florian Wirtz. POTM jetzt leider noch, aber der wird doch 100 pro eine Team of the Season Karte kriegen. Ja, muss er. So wie Leverkusen auch gerade auseinander nimmt. Digga, mit Xabi Alonso gefühlt noch kein Spiel verloren. Jetzt in der Europa League auch wieder gewonnen. Ist komplett crazy. Jetzt gefühlt Meister am Wochenende. Mal schauen. Ja, also Florian Wirtz muss einen bekommen, sonst ist er echt komisch. Sag mir meine Zahl, ich bin auf dem Transfermarkt. Bro, wie Leverkusen das Ding gewonnen hat, ne, war geistkrank. Ich gebe dir... Willst du mir sagen, auf welcher Posi du bist? Ja. Sag. Torwart. Lüge. Lüge. Lügenbaron. Ich gebe dir... für die Lüge gehst du jetzt auf Seite 4 als Bestrafung. Digga, Seite 1 war so cool. Seite 2 ist noch viel cooler gewesen. Was passiert hier? Junge, wie geil. Seite 3 auch. Junge, was? Und Seite 4? Ja. Yeah. Bro. Ja, ich sag ehrlich, bei der Price Range, es kann eh nichts mehr, also es kann nicht mehr so komplett scheiße werden. Deswegen, ich gebe dir Spieler 4, Seite 4, Spieler 6. Waren gefühlt alles die gleichen auf der Seite. Habe ich den noch? Ich hatte ihn auf jeden Fall mal im Verein. Aber ich glaube, ihn musste ich auch discarden, gefühlt so wie meinen halben Verein. Ich schau mal nach. Okay, nachdem du deinen ersten Joker eingefügt hast, füge ich auch meinen ersten Joker ein. Bei mir wird es eine Innenverteidigerkarte aus der La Liga. Oh mein Gott! Ah ne, ich dachte gerade, der war billiger drin. Ich habe ihn direkt gekauft, gesniped, dachte ich. Ich habe mich für Toni Rüdiger entschieden. Was ein witziger Verteidiger. Ich habe ihn in Real Life schon kennengelernt. Korrekter Typ auch. War unnormal korrekt zu mir. Und wisst ihr noch, wo er Haaland verteidigt hat und immer durch seine Achsel durchgegangen ist? So einen witzigen, so witzig wird er auch heute gegen dich verteidigen. Bruder, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Meinst du, er kriegt safe ein Team of the Season Karte? Ja. Hat er so krass gespielt? Ja, Bro. Ganz Real Madrid hat gefühlt krass gespielt. Ganz Real Madrid könnte eine bekommen. Ja, okay. Stimmt auch. Okay. Witziger Zufall. Ich gebe dir den Zufall jetzt. Ich bin auch bei IV. Und ich warte darauf, dass du mir eine gute Position gibst. Du weißt selbst, welche Zahl es wird, oder? Muss ich das noch sagen? 7. Ja, natürlich wird es die 7. Boah, ich sag ehrlich, geil. Aber der Mann... Nein, das sage ich dir nicht. Aber ich sag dir eins. Der Mann wird niemals mehr eine Team of the... Der hatte schon früher, ganz früher, vor 6, 7 Jahren, hatte er so Team of the Year Karte und so bekommen.
Team of the Season Card, aber der wird es niemals wieder bekommen, weil er sich jede Saison 67 Mal verletzt. Innenverteidiger? Ja. Okay. Eigentlich leicht, wenn man es checkt. Ja. Aber ja, guter Mann. Ja, läuft auf jeden Fall. Wir sind auf der nächsten Position angekommen. Ich gehe auf den Transfermarkt und meine Seite sieht super aus. Wie sieht deine Seite aus? Ich spoiler nicht, weil ich habe gelernt, wenn ich spoiler, geht's auf die nächste Seite. Das war eigentlich auch meine Taktik gerade. Du bist clever, du bist schlauer geworden, Junge. Wo hast du das denn gelernt? Ja, auf jeden Fall nicht von dir. Macht Sinn. Hätte mich auch gewundert. So, okay, du gehst mal auf Seite 7. Ich sag ehrlich, Seite 1 war krass. Da war viermal dieselbe Team of the Year Karte. Ehrlich? 4, nein. 5, ja, 6, 7. Ja. Und okay. Dort nimmst du Spieler 14. Oh, okay. Ich sag ehrlich, ich feier den. Ich hab den leider nicht mehr als Upgrade. Ich glaube sogar du hast den mir damals discarded. Okay. Das ist sogar sehr cool. Sehr cool, dass du ihn nicht upgraden kannst. Dann spielst du ihn halt nicht in-game. Darf ich jetzt auch meine Zahl wissen? Du gehst jetzt erstmal dafür auf Seite. Nee, okay, ich bin nicht so. Du gehst auf Seite 2 und nimmst Spieler. Was gebe ich dir eigentlich nie für eine Zahl? Ich glaube, ich gebe echt wenig die 4 oder die 3. Du gehst auf Seite 2, Spieler 4. Nein, ich wollte die 3 so gerne haben. Aber der Mann ist auch cool. Der Mann ist auch cool, den hole ich mir. Okay, sieht doch cool aus bis jetzt hier, dieses Dreieck. Gehen wir mal auf diese Position hier. Und ich würde sagen, 260k wird eingestellt. Und ich bin wieder auf dem Transfermarkt. Mhm. Ich bin auch auf dem Transfermarkt. Ich habe dir noch nicht die 10 gegeben heute, deswegen kriegst du auf trocken die 10. Jo, moin Leute, Apu ist auf trocken am Start. Oh, Digga. Boah, mit 5-5. Bruder, ich wusste gar nicht. Was ist das für eine Karte? Wer? Technik Plus, Unerbittlich Plus. Wen hast du? Ruhepol. Bruder, hör auf, ich sag dir das nicht. Du willst immer... Ja, in meinem, ich hoffe immer, dass du es sagst. Nein, in meiner Aufregung, in meinem Excitement willst du es immer rausfinden. Du denkst, ich verspreche mich da. Was bist du denn für einer? Ja, ein Fuchs bin ich. Was kriege ich? Ein Fuchs. Kriegst auch die 10. Eieieiei. Cool. Wen hast du? Cool. Boah, Spielstil plus. Boah, Powershot plus. Boah. Trickster plus. Sag mal Spieler. Dann hat auch boah, noch sag mal Spieler. Raserei, der hat alles. Boah, sag mal Spieler, wen hast du, Bro? Sag mal alleine, ich kaufe mir den jetzt. So, Freunde, es geht auf den nächsten Joker bei mir. Auf welcher Position bist du jetzt? Ich mache auch den Joker, Tim. Ehrlich? Jeder den zweiten? Ja. Ich sag dir ehrlich, ich werde jetzt richtig reinbuttern, ne? Der Joker, Nummer 2, soll ich ihn dir sagen? Mhm. Ich würde ihn dir eigentlich gern verheimlichen, damit du ihn in-game siehst und einen Schock bekommst. Mhm. Es ist... 97 Pace, 5 Sterne Skills, linker Flügel, Vinicius José de Oliveira Jr. POTM. Merkt er selbst als Barcelona-Fan, dass Real Madrid mehr Team of the Season-Karten verdient hat. Hahaha, ist das geil. Ist das quatschig. Oh Mann, ey. Ja gut, bei mir ist es übrigens Jamal Musiala geworden. Wenn der keine bekommt, auch wenn Bayern nicht so performt hat, dann weiß ich auch nicht. Jamal Musiala hat eine verdient, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Oder nicht? Okay. Höheres Rating wird's oder Musiala? Wie? Höheres Rating? Beide gleich, glaube ich. Beide kriegen so eine 95er-Karte oder so 96. Nee, wird's muss höher sein diese Season, 100 pro. Nein, Bro, wenn du Würz. Musiala... Okay, Musiala war auch ein bisschen verletzt, und aber wenn der gezockt hat und fit war, dann hat der Digga 7 Spiele hintereinander ausgetrickst. Bruder, aber Würz, was der manchmal für Pässe spielt und so Real Talk, Würz muss ein höheres Rating kriegen. Ah, ich glaube, die kriegen gleiches Rating. Was sagen denn die Zuschauer? Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr? Würz oder Musiala? Wer wird höher geratet? So, nachdem ihr das in die Kommentare geschrieben habt, gehen wir auch direkt zur nächsten Position. Yes. Ich gehe auf die hier und hoffe auf den hier. Ich gehe auf die hier und hoffe auf die hier, weil das wäre top. Okay. Wakes. Ich zeig eine Zahl rein, bitte. Ist es die Zahl, die du willst oder die du mir gibst? Es ist die Zahl, die ich will. Bitte. Jack. Konzentrier dich, Jack. Konzentrier dich, gib mir die Zahl hier. Die 2. Plus 2. 4. Oh. Krieg ich die 4? Nein, du gehst erstmal auf Seite 3 dafür. Warum so unkorrekt? Hier war noch voll coole Spieler. Nee, Seite 3, ja, okay. Ja, jetzt kriegst du erstmal Spieler Nummer Goat, also 10. Boah, ist gut.
gut. So, Freunde, bevor ich jetzt diese oder diese Position hier suche, gehe ich erstmal nochmal auf diese Position hier. Stell wieder 260k ein. Das muss jetzt scheppern. Das muss jetzt scheppern auf der Position. Schepper mir einen rein, Jack. Ich sag dir ehrlich, das ist so eine Position bei mir. Du kannst mir geben, was du willst. Es wird eh krass. Ehrlich? Ja. Weil dann kriegst du die 8. Du hast mir sogar den, du hast mir sogar den allerkrassesten gegeben. Digga, hä? Okay, nehme ich sehr gerne mit Liebe sogar. Dann kriegst du nicht die 8, sondern die 3, die du eben wolltest. Jawohl, die 8 wäre 83er Enzo Fernandes gewesen. Ich spoiler dir das jetzt. Nee. Die 8. Was laberst du? Die 3 ist jemand anderes und der ist super. Okay, Freunde, jetzt wird Zeit für diese Position hier. Oh, jeder hat auch noch einen Joker übrig. Mal gucken, wen wir gleich noch einfügen. 260.000 Münzen Minimum. Auf der Position kann's knallen. Und wie? Wollen wir mal einfach auf Seite 1 bleiben, beide, ohne dieses, ja, geh mal dahin, geh mal. Da ist jetzt einfach mal knackige Nummer, eine knackige Nummer sein. Nö. Okay, ich gebe dir trotzdem eine knackige Nummer. Nummer, nö. Knackige 1. Doch, du nimmst jetzt die 1. Okay. Wie du willst, selbst schuld. Das ist dein Problem. 96 Tempo, 91 Dribbling. Ja, okay. Wie du willst. Ich hab's dir gesagt. Schieb mir die auf eine andere Seite. Gib mir auch eine. Gib mir auch eine. Seite 2, Spieler 1. Okay, bin ich komplett zufrieden, habe ich reingezeigt eben, wollte ich haben, chemietechnisch super, ist zwar nicht so teuer, aber ich sag ehrlich, mit dem kann ich leben. Das ist, der war auch auf Seite 1, also mir ist das so egal. Ehrlich. Edgy Badge. Edgy ja. Badge? Oh mein Gott, wieder ja, einen guten natürlich. Snipe gemacht. Guck mal, ich mache hier echt gute Einkäufe, ich mache sogar am Ende des Videos Plus, wenn ich hier heute gewinnen sollte. Ja, weil EA will dir gute Laune machen, nachdem ich dich gleich Knockout check. So, Freunde, welcher Spieler auf jeden Fall noch ein Team of the Season bekommen wird, ist einer, der auch schon ein Team of the Year hat und ich füge ihn jetzt ein. Hier auf der linken Flügelposition, das ist folgender Spieler. Ich weiß, er ist nicht der sympathischste und ich bin sehr gespannt, wenn er zu Real Madrid wechselt, was er da so anstellen wird und ich hoffe, er bringt Real Madrid nicht durcheinander mit seinem Charakter. Es ist Kylian Mbappé. Ich füge ihn ein auf LF, denn heute hast du zu groß geredet, Cenk. Und er ist dafür verantwortlich, dich heute fertig zu machen. Das ist dreist. Ich füge ein meinen letzten Starspieler, meinen letzten Team of the Season Spieler. Und ich wollte unbedingt einen passenden Spieler zu Würz haben. Also, wer ist es? Grimaldo. Oh, einer meiner Lieblingsspieler momentan in der Bundesliga. Digga, was der als Verteidiger macht, ich glaube 10 plus Scorer, allgemein glaube ich 10 plus Tore sogar von ihm, als Linksverteidiger ist krass, verrückt. Ja, der hat so eine verrückte Schusstechnik, ne? Also seine Freischüsse sind immer gefährlich. Okay, können wir schon direkt zur letzten Position, ne? Ja, wollen wir live machen, oder was, hier direkt? Jo. Live. La 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 la, bin drauf. Mann, Hörsturz bekommen. Ja, mach kurz knackig, wenn du so cool bist. Ja, kurz knackig 5. Oh, oh. Siebenstellig. Siebenstellig kostet der. Siebenstellig kostet der. Und du kriegst auch noch was von oben, was ich dir heute noch gar nicht gegeben habe, ist glaube ich die 3. Nein, ich glaube, ich habe sein Upgrade erst letztens verkauft. Ich hatte nämlich ganz lange den Brecher-Team of the Year vorne drin, aber ich sag ehrlich, damit kann ich glaube ich auch leben. Ich wollte eigentlich die 4 oder die 1. Ist es Erling? So krass sind, aber es ist Erling. Ich kann es dir spoilern. In welcher Version? Nur der 92er Inform, aber ich sag, damit kann ich auch arbeiten. Okay, bin ich mal gespannt. So, Cenk, ich habe 31 Chemie übrigens. Wie viel Chemie hast du? Ich habe auch 31. Ui. Hä, beide am Salah? Beide am Vini? Hä? Lol. Ja, Vini ist ja mein Tot-Spieler gewesen. Ja, ich habe Vini im Sturm von dir bekommen. Alter, wir haben beide denselben Salah auch noch bekommen, ne? Ja, Mann. Beide diesen Inform. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Würzen so da reißen können. Meine Team of the Season Starspieler. Und Salah, er ist mein Spieler. Das weißt du selber. Nicht wieso? Dein Spieler. Weil ich damit immer meine Finesse-Tore mache. Also lass es. Nö. Werden lass wir sehen. Es. Okay, komm. Ich sag so. Druck. Oh, oh, Druck. Ja, nee. Oh mein Gott, wie wichtig. Und jetzt kontern. Vini! 1, Wakes, 0, ja, ausrastet. Jank. Ja, alles gut. Passt. Guck mal, wie es ihn freut, dass er ein Tor gegen mich schießen kann, wie er ausrastet. Jawohl. Jawohl, das war ein Foul. Ist mir aber egal. Boah, hab noch den Torwart dahingestellt. Nein. Ja,
Benny, nein! Oh mein Gott, ist das asozial, EA. Oh mein Gott, ist das asozial, EA. Zack. Nein, 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 ja. Nein, nein. Ja, Pandasar. Hättest du mir jetzt den Finesse gedrückt, wäre echt eklig gewesen, Mann. Wie er einfach seinen Körper einstellt. Brutal. Oh, oh mein Gott, du Luck, ey. Oh mein Gott, wie lucky. Und nee, Batz, Junge! Hör doch auf damit. Oh, hast du Eierflattern. Pandasar. Ja. Boah, guter Schuss von Haaland, ey. Hä? Oh, Freistoß? Wofür? Ich weiß auch nicht, Bro. Aber ich hab den Freistoß-Taker himself, ne? Wen denn? Grimaldo. Mhm. Bin ich mal gespannt, was der kann. Nee. Gegen die Mauer. Digga. Jank! Dass der ankommt, Wait, ist so dreist, Digga. Zwei! Jank! Groß. Dass der ankommt, ist so crazy. Und da wirst du heute dick diskarden. Groß labern, aber am Ende nichts dahinter. Null Tore schießen. Zanetti macht so dicht, das ist so krass. Ja, und sowas. Mit sauer sein. Ich lieb's doch. Ich lieb's doch. Mit ausrasten und so. 2-0 gewonnen, Freunde. Nicht, Digga. Das klappt nicht. Ich hör nix. 8-6 Schüsse. Ich hör nix. 8-6 Ich hör nix. Ich hör nix. 1,3-1,0. Kommt da kein GG? Dick. Kommt da kein Fairplay? Und ich verliere 2-0. Doch, da kommt ein GG. Aber ich finde das unfair, dass ich verloren habe. Oh, aber unfair, GG. Unfair. GG. Mann, halt's Maul. Oh, Frust. Ja, Freunde. Das zum Thema heute beste Diskarden. Ich lieb sowas. Wenn jemand eine große Fresse hat und der danach kassiert, sowas liebe ich doch. Das ist einfach so Balsam für die Seele. Bist du ready? Hast du umgestellt? Darf ich diskarden? Glaube ich, lass es. Ich weiß nicht. Lass es einfach so. Formation? 4-3-3, die vierte. Hatte ich auch. Geil, sogar gespiegelt. Das heißt, ich bin der beste 4-3-3-4 Spieler von uns und ich habe den besseren Salah. Also Salah gehört zu mir auch noch. Sehr geil. Ist okay. So. Ich nehme was aus der Offensive? Ne. Ich nehme was aus dem Mittelfeld? Ne. Ich nehme was aus der Defensive? Ne. Ich nehme deinen Torwart? Ne. Ja, was nehme ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ich nehme dein... was nehme ich? Ich nehme deinen Stürmer und ich nehme dein ZOM. Das sind meine zwei Picks. Ja. Ah, ich liebe Viper Sky. Ich liebe Viper Sky. Stürmer Grimaldo, 26.000. Und ZOM war der Mann, wo ich gehofft habe, dass er geht, weil er 20 Fehlpässe im Spiel gespielt hat. Haaland in vom 100, also 200k insgesamt. Ja. Was hattest du noch? Was war so teuer in deinem Team? Ich hatte Parkinson. Du hast Torwart erstmal. Ich hatte Schock 500k direkt. Nein. Dann hatte ich Winnie. Den POTM, Varane war 200k, Salah 500k, Carlos Alberto 1,3 Millionen. Bruder, ich hatte schon ein paar Karten. Ja, okay, dann hau weg, mach Discard einfach. Da brauchst du, glaube ich, keine SPC. Einfach Discard. Ja, mach weg. Ja, okay. Freunde, das war's. Guck mal, da habe ich mal Glück und Gewinn gegen dich und dann treffe ich einfach gar nichts. Sehr, sehr scheiße. Sehr, sehr kacke. Naja, so, Freunde, beim nächsten Mal dann. Weg. Mittlerweile bin ich ja wieder besser als Cenk. Also lasst einen Daumen hoch da für mehr solcher Videos. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.